Ispektore, Ispektor Danitos, Ispektore, Ispektor Danitos. Oh, der Mann. Was letztens geschah? Mit wem hatte Gülas letzte Kontakt? Ich weiß es nicht, aber sie hat als letzten Kontakt so einen Hassan immer getroffen. Falsche. So ging es weiter. Was für ein Anfänger. Oh fuck! Baby, bitte! Hier an, bitte! Der Bruder, der Mater, der Typ fickt mich gleich! Bitte, bitte, bitte! Ja! Mach keinen Sinn von mir weg, so lauf! Ich werde dir bestimmt nichts sagen, gar nichts! Dann werde ich sie eben fick! Guck mal, da oben ein Drache! Wo bist du? Fuego! Wie viel kostet eine Shisha, Madre? Ja, gut. Wenn du ein Getränk dazu haben willst, dann können wir natürlich was am Preis machen. Halt dein Fress! Du erinnerst mich an einen Freund, der hieß Diego. Okay. Und sah er gut aus? Er war ein Vogel. Meinst du jetzt Vogel? Also wirklich so ein Vogel, das fliegt? Oder meinst du so im Wort Vogel, so als ob du jemanden Vogel nennst einfach? Wie meinst du das? Sag mir, wo Gülle ist, ich hab keinen Bock mehr! Ich weiß es nicht! Ich weiß es wirklich nicht! Ich sage dir noch einmal, Puta de Madre, bevor ich dich ficke. Ich weiß es wirklich nicht, bitte! Du wolltest nie anders, Puta de Madre. Ey, stopp! Dann, Arki, was machst du hier? Ich weiß, wer Gülle hat! Und du brauchst gar nicht so unschuldig gucken, Danitos! Nachdem ich dir überall gefolgt bin und deine Videos geguckt hab, wo du überall warst, um Gülle zu finden, du hast jeden gefoltert. Okay, du hast nicht wirklich jeden gefoltert, das war jetzt einfach nur so eine Verhör-Shit. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, wer Gülle hat. Deine Brille, die hattest du auch im ersten Video. Den hattest du auch im ersten Video drin. Ich kann mich genau daran erinnern. Und ich habe genau gesehen, wie besessen du nach Gülle warst, Mann. Hör auf, mich anzulügen. Du hast Gülle entführt. Hey, Moment mal. Ich war es doch. Ist das dein Ernst, Tugai? Was soll ich sagen? Ich meine, guter Arsch, gute Titten, weißt du? Du musst dich klären. Ich hab sie gefickt, okay? Ich war es. Ja, okay, ich hab sie nicht gefickt. Okay, alles klar. Aber ich hab schon bei Facebook gepostet, weißt du? Aber ich hab sie gefickt, aber rede weiter, alles gut. Du musst zu deinem Wort stehen, Bruder. Du weißt doch, wie das läuft. Ja, ich war bei ihr zu Hause und dann wisst ihr ja, was los war. Wir lagen im Bett, ich wollte mich rantasten und von ihr direkt anstatt einen Kuss... Sie hat mich einfach geschlagen, Bruder. Sie hat mich geschlagen. Weißt du, ich kann auch nichts machen, verstehst du? Ich bin ein Mann, verstehst du? Sie hat mich geschlagen und ist abgehauen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wie kannst du denn nicht wissen, wo sie ist, Mann? Du musst doch wissen, wo sie ist. Bruder, sie ist oben in der Shisha-Bar. Du bist 10-mal im Laden vorbeigegangen, machst du auf Detective Conan, Digga. Ja, okay, Jungs. Dann würde ich sagen, viel Spaß noch und, Ja, und, hast du Ausbildung da gemacht oder so? Ich hab Gymnasium. Oh, läuft bei dir, Junge. Ich Gülle. Danaji, verpiss dich mal. Was willst du jetzt? Wer ist das? Wie wär's das? Halt deine Fresse, Mann. Verpiss dich jetzt. Halt deine Fresse. Geh in die Ecke. Ja, okay. Geh in die Ecke.
lästiger Junge. Wo warst du ganz ein Mann? Ich hab dich überall gesucht. Ich hab sogar den Inspektor. Also dann, Agine, ich hab grad Date. Ne? Date mit D. Du weißt selber, verpiss dich jetzt mal Hause, damit ich mein Date noch habe. Ne? Damit ich ihn noch auf die Fresse hau gleich. Ne? Hast du gecheckt? Ich war zu Hause. Ja, ich bring dir wieder Klicks. Boah, ich hab gesabbert, Wallah. Halt deine Fresse, was lachst du denn? Hey Leute, was geht? Ich hoffe, hat's euch gefallen? Hat's euch gefallen? Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, kommentiert was. Wir haben bald die 30k. Hey Leute, danke an die ganzen Leute, die mitgespielt haben. Die ganzen Leute, die mir geholfen haben. Wie ihr gesehen habt, Danitos ist jetzt in unsere Fam reingekommen. Es kann sein, dass wieder irgendein Fall passieren wird in der nächsten Zeit. Ich weiß es noch nicht. Und Güle ist auf jeden Fall wieder back. Wir haben sie gefunden. Ich freue mich schon auf ihre Videos. Und ja, nice. Jetzt wird's wieder richtig unruhig hier zu Hause. Wir sind kurz vor den 30.000. Deswegen würde es mich übertrieben freuen, wenn du zwei Sachen machst. Und zwar einmal in die Kommentare Hashtag 30k schreibst und dann dein Lieblingsvideo von mir aussuchst, wenn du überhaupt ein Lieblingsvideo hast von mir, und dann das irgendwie teilst oder deinen Freunden zeigst, damit wir nur noch 3000 brauchen für die 30k. Like, geil. Das wäre richtig cool von euch und ihr müsst es nicht machen, aber es wäre richtig cool, wenn ihr mir helfen wollt, und ich würde sagen, das war's. Danke.